Wenn man die Wahl gehabt haben würde, entweder dieses eminente Spektakel in seiner großartigen Großmächtigkeit, Überwältigendheit, vollumfänglich schlagartig zu begreifen, aber dafür dann den Preis zu zahlen, gleichzeitig der Erkenntnis der Bestimmung alles Existierenden. Oder aber man hätte die Wahl gehabt, sich zu entscheiden, diesen Schmerz, der umso größer ist, als er sich vom Allerschönsten, das man sich vertraut gemacht hatte, zu trennen, je schöner es ist. Diesen Schmerz also nicht zu erleben und dafür auch das Spektakel nicht wahrgemacht haben könnte, speziell als Kino-Einzelvorführung für einen allein, welche Wahl hätten Sie getroffen?